Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Was geht? Arafat Abu Chaka ist live mit Pierre Vogel. Der Verfassungsschutz freut sich auf jeden Fall, ne, weil das sind beide Leute, die sind auf jeden Fall auf Radar. Und wir gucken uns das mal an, Digga. Ich habe gesehen, der hat eine große Ansage an die Bild und so gedrückt, ja. Ich will mir das mal ein bisschen angucken, um ein bisschen detaillierter darauf einzugehen. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Aktiviert die Glocke. Kommentiert, was ihr zu diesem Thema haltet. Wir gehen rein. Ich sag euch nur eins. Überlegt selber. Nicht, weil ich Palästinenser bin. Ich sehe diese Bilder. Ich sehe diese schrecklichen Kinder. Denkt nur ein... Jeder, der Herz hat, ein bisschen Herz, ein bisschen. Er muss kein großes, ein bisschen Herz. Wallah, wallah, das ist das Schlimmste, das Schlimmste. Wenn Kinder nach ihren Eltern rufen, wenn Eltern nach ihren Kindern rufen. Safe. Und dann so eine Presse kommt, ich meine das ernst. Ich verstehe, wallah, ich kann es nicht mehr verstehen. Ich verstehe das nicht mehr. Wie kann man falsch und Lügen berichten wie der Axel Springer? Ihr müsst den Axel Springer, ich schwöre dir, nur so boykottieren. Jede Zeitung von denen boykottieren. Jede Zeit, man muss vor ihren Toren protestieren, dass sie mit ihren Lügen aufhören. Aber wer gehört alles zum Axel Springer Verlag? Ich weiß auf jeden Fall, Bild gehört dazu, aber was noch? Ich weiß gar nicht, was noch dazu gehört. Mit ihren Echt, vielleicht Lügen. Sollte, vielleicht sollte man wirklich manipulieren. Vielleicht sollte man ich wirklich bin Manipulator. Ich bin auch kein Hetzer. Wallah, das ganz ehrlich, wenn wir das nicht heute sind, sind das morgen andere. Dann sind das die Deutschen, die greifen jeden an. Was denen nicht in ihre Agenda passt, direkt. Was denen nicht in ihr, unter ihre Nase passt, wird vernichtet. Oder du arbeitest mit denen, dann bist du deren Gleichen. Ja, Bushido. Also schon wieder eine Stichelei an Bushido, ne? Weil Bushido ist ja so mit denen. Close. Dann pushen sie dich. Ja. Wie gesagt. Ganz einfaches Spiel. Lasst euch nicht den Mund verbieten. Egal was ist. Lasst euch einfach nicht den Mund. Wenn ihr euch heute den Mund verbieten lässt, ganz ehrlich, dann habt ihr verloren. Dann seid ihr Sklaven von denen. Ja. Und dass Deutschland so einen riesen Maulkorb hat. Wirklich Maulkorb. Dass sich keiner traut. Sag mal ganz ehrlich, was habt ihr mit dem Holocaust zu tun? Ja, wir verachten ihn. Ja, was passiert ist, absolut größter Haram. Aber ihr habt nichts damit zu tun. Lasst euch nicht unter eure Nase. Ihr habt damit nichts zu tun. Okay? Das kann es nicht sein. Und wenn jeder sagt immer Holocaust, was machen die gerade da? Was machen die gerade da? Ja, die Zionisten, was machen die? Sie vernichten, sie machen einen Genozid. Sie töten Kinder. Guckt euch die Bilder an. Das sind keine Fake-Bilder. Das sind keine Fake-Bilder. Das sind auch keine Puppen. Das sind wahre Menschen. Die sind eingekesselt. Größte Knast der Welt. Bombardiert werden sie. Und sobald jemand was sagt, halt deine Schnauze, halt deine Fresse. Du darfst sowas nicht sagen. Das geht auch nicht, Digga, ehrlich. Also das, was da gerade passiert, Digga, ist sehr, sehr, sehr schlimm, ne? Und zum Beispiel in unserem Land Kongo ist auch seit gefühlt 40 Jahren, glaube ich, ein Genozid am Start, Digga. Das wissen viele auch nicht, ne? Also da geht es auch immer ab, Digga. Geisteskrank, was da abgeht, wirklich. Nicht normal. Morgen, warum berichten Sie mich von vor? Bei jeder Zeitung, wenn ich einen Titel setze, warum wohl? Warum? Weil Sie meinen Maul stopfen wollen. Okay? Staatsschutz. Was sagt der Staat? Ermittelt der Staat? Schreibt die Zeitung, schreibt meinen Anwalt an. Und ist eine Ermittlung. Wie gesagt, wenn eine Ermittlung ist, ich habe nichts falsch gesagt. Ich stehe hinter meinen Worten. Wenn ihr was zu sagen wollt, ihr wisst, wo ich wohne. Okay? Ich habe nichts zu verheimlichen. Ansage an die Wild, Digga. Er lädt sie gerne zu Ihnen nach Hause ein. Auf korrekt natürlich, ne? Gar nichts. Ich stehe nicht hinter einer Sekte. Ich unterstütze nicht irgendeinen Verein. Gar nichts. Das ist meine Meinung. Mhm. Punkt. Und dann fragen sie, was haben sie mit Pierre Vogel zu tun? Ich habe mal eine Frage an dich, Pierre Vogel. Digga, beide? Das sind most wanted Leute in Deutschland, ne? Die werden beide beobachtet, Digga, ehrlich. Glaub mir, Polizei hat diesen Livestream geguckt, ne? 100%. Hoffentlich. Hast du was mit der ISIS zu tun, ja oder nein? Nee, bitte antworten kurz und bündig. Ja oder nein? Bruder, wird mir ja keiner glauben. Ich kann Beweise bringen. Ist mir egal. Bruder, einfach nein sagen. Digga, er will, er macht Film draus. Ja, von Ihnen Bruder, nein. Digga. Nein. Verstehe. Eigentlich. Ja oder nein? Nein. Okay. Hast du jemals gehetzt, dass du irgendein Volk oder irgendjemand angreifen sollst, ermorden sollst und erschlagen sollst? Wer nie. Wer es hat, soll es mir bringen. Deswegen sage ich, hört mal zu, der Axel Springer, ja, ist genau dasselbe wie er. Immer über ihn Scheiße erzählen, dass die Leute sagen, oh, das ist der Salafist, oh, der macht dies, oh, der macht das. Guck mal,
zeigt nicht mit dem nackten Finger auf einen Mann. Hast du Verfahren gehabt? Wurdest du irgendwie verurteilt deswegen? Ich? Ja? Nee. War nicht Pierre Vogel der, der Steuerhinterziehung gemacht hat? War das der? Wegen diesen Bienen-Dings? Oder wer war das? Ey, das war so witzig, Digga. Ich schwöre, die Leute haben so richtige Memes rausgemacht. Ich glaube, das war Pierre Vogel. Ich glaube schon. Nee. Also, über was reden wir? Über Lügen. Immer wieder Lügen in die Presse. Der Pierre Vogel ist so. Der Typ hat kein Verfahren. Er wurde nicht verurteilt. Er lebt hier in Deutschland. Denkt ihr nicht wirklich, wenn dieser Mann irgendwas macht, ob ISIS oder die ganzen Sekten oder Befürworter von irgendwelchen radikalen Muslimen sind, der würde in den Knast sitzen. Okay? Lasst euch nicht blenden. Warum hat man erfunden? Oh, Clan, Rocker, dass die Politiker ihre Scheiße und nicht ihre Scheiße verstecken und wie ein Pierre Vogel, Hassprediger. Was hat dieser Typ gesagt? Er liest aus Koran und dem Propheten a.s. Was sagt er? Sagt er, ich ist meine Meinung? Oder sagt er, der Schöpfer hat das gesagt? Es Religionsfreiheit, er darf doch was reden. Wo? Was soll er sein? Soll er seine Religion verkaufen, wie manch Menschen, die ihre Religion verkauft haben, dass ihre Tür wieder aufgeht? Ich glaube, damit meint er auch auf jeden Fall Bushido, ne? Weil das Gerücht ist auch im Raum, Digga, Bushido, dies, das, kein Moslem mehr und so. Dieser Typ ist gottesfürchtig, okay? Und wenn jemand gottesfürchtig verkauft, dann ist er nicht besser, Mann, als du denkst, mir verzeihen, was du nicht kennst, Amin. Verstehst du, was ich meine? Allahumma Amin. Aber nicht, Leute, ich weiß, ich habe dir gesagt, wann es angefangen ist. Digga, er ist so sauer. Schieß gegen mich, Julian Reichelt, damals, der Bildchef. Ja, da kam Bushido zu einem John. Ein John, der wollte einfach nur eine Story erzählen. Julian Reichelt hat die Gunst der Stunde erwischt, hat Don Johnson für Arme geholt und wir schießen jetzt gegen Arafat Abouchaka. Seit 5 Jahren. Digga, Arafat so sauer, ne? Boah, aber ich verstehe ihn, Digga. Ne? Also es gibt manche Sachen, natürlich, die stimmen nicht, aber es gibt auch Sachen, Digga, da wissen wir selber so, ne? Arafat ist ja auch kein Unschuldslamm, so, ne? Also, er ist ja nicht so, wie er die ganze Zeit erzählt, Digga. Das glaube ich auch nicht, Mann. Arafat ist auch jemand, der auf jeden Fall Dreck am Stecken hat. Aber so, was sie immer über ihn berichten und so, ist auch manchmal hart, Digga, ehrlich. Die übertreiben auch schon. Geht das? Eine Story nach der anderen. Eine drinnen. Also, er. Aber die wissen, Arafat zieht Klicks, ne? Arafat ist der Mann, Digga, so. Er hat seinen ganzen Glauben verkauft, um mit ihm d'accord zu sein, dass er wieder in die Bahn geht. Alhamdulillah, sage ich bei Allah. Ich wünsche dir, weißt du was, nimm die Dunja. Mach was immer du willst auf dieser Erde. Ich habe kein Problem damit. Aber vergiss eine Sache nicht. Und weder, du kannst posten, was immer du willst, ob deine Kinder Koran lesen können. Das ist alles Show. Kama tu din tu dan. Ganz einfach. Das ist sogar eine Ansage an Bushido, ne? Okay, das ist Show. Nein, nicht ich entscheide das. Das ist Erfahrung. Din, unsere Religion erklärt das. Um nur diesen Leuten zu zeigen dies und diesen Leuten zu sagen, es ist mir scheißegal, ich habe mit dir abgeschlossen. Ich mache meine Verfahren. Weder will ich noch was von dir, noch irgendwas. Alhamdulillah. Was eigentlich mit Bushido? Lebt er eigentlich gerade in Deutschland wieder oder ist er immer noch in Dubai am Leben? Weil ich sehe, der ist viel, viel unterwegs, ne? Wem hast du Allah und mein Wakil? Ich suche nur Schutz bei Allah. Hätte ich nicht Schutz bei Allah, ich hätte vielleicht schon Selbstmord gemacht oder ich wäre zum Mörder geworden. Alhamdulillah, mein Glaube hindert mich das. Mein Glaube sagt, mach dies nicht, mach das nicht, mach das nicht, mach das nicht. Wallahi, ich meine das richtig ernst. Und deswegen, lasst euch eure Meinung, lasst euch keinen Maulkorb legen. Ich sag's euch nochmal, lasst euch keinen Maulkorb legen. Sagt, was ungerecht. Wenn ihr seht bei mir, ich bin ungerecht. Ja, ist auch richtig so, Digga. Bei Ungerechtigkeit sollte man schon seine Stimme auf jeden Fall erheben. Das ist richtig, ehrlich. Egal, wo ihr Ungerechtigkeit seht, Digga, man sollte was dazu sagen, ne? Wenn ihr seht, der zieht den ab oder der will den, dies, das, Digga, man sollte was dazu sagen. Das ist 100% so. Dann Arafat recht. Spricht über mich, redet über mir, sagt. Aber ihr wisst selber, Arafat, der hat auch viel Dreck am Stecken, Digga, ne? Das dürfen wir nicht vergessen. Guck mal, der ist ungerecht, der ist. Ich bin einverstanden. Bei jedem, lasst euch nicht euer ein Maulkorb legen, auch nicht vom Axel Springer. Meidet diese Menschen. Das sind Verbrecher. Ich sag die ganze Verbrecher. Arafat ist kein Verbrecher, Kapi. Und wenn der Staat ein Funken Ehre hat, würde diesen Schmutz verbieten. Heftig, ja. Heftig, heftig, heftig. Ihr seht selber, Digga, viel Politik. Der Mann ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr angefressen, ne? Pierre Vogel und Arafat sind beide Leute, die auf jeden Fall sehr beobachtet werden. Und die haben sich auch jetzt gerade gefunden. Schreibt eure Meinung zu der ganzen Thematik auf jeden Fall in die Kommentare. Also ihr wisst selber, Arafat ist kein Unschuldslamm, ne?
Er stellt sich oft harmloser dar, als er ist, und das wissen wir alle, Digga. Ne? Also, ich glaube schon viele Stories, die Bushido über Arafat erzählt hat, aber Bushido erfindet natürlich auch Sachen dazu, so wie Arafat auch Sachen dazu erfindet. Und die beiden sind auf jeden Fall nicht 100% clean. Aber schreibt ihr auf jeden Fall, was ihr darüber denkt. Lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Peace!